So, da sind wir schon wieder zurück. Wie ihr seht, wir haben jetzt die 360 Abonnenten geknackt. Unten kam schon wieder eine Zahl hinzu. Also fehlen jetzt nur 6 Zahlen. Also langsam kommen wir in den Bereich, wo der Code geknackt werden kann. Beziehungsweise ihr könnt ihn ja knacken. Und habt so die 10 Euro. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, einfach in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video zugemacht, wo ich mich einmal vorstelle und erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Also abonnieren lohnt sich für mich, dich und für alle anderen natürlich auch. So, jetzt gehen wir erstmal rein in den Shop. Aber ich sehe ja gerade, 2 Level muss ich noch irgendwie machen. Also ich werde wahrscheinlich noch einen Fortnite-Stream machen vor Season 11, bis ich die Level 65 geschafft habe. Weil den Skin will ich halt schon noch haben. Weil, wie wir gerade sehen, in der Herausforderung, ich habe halt jetzt alles auf 100% gemacht. Mir fehlt halt nur noch hier eine Aufgabe. Da 2, also 2 Level, und hier fehlt mir halt nur noch Level 65 mal. Dann haben wir nämlich alles fertig. Das ist nämlich der ausschlaggebende Punkt, was noch fehlt. Dann kriegen wir nämlich den Skin auch noch, den anderen auch, und dann haben wir nämlich alles geschafft. Hierzu kommt natürlich in 5 Stunden das Video, also ruhig eben mal vorbeischauen. So, jetzt gehen wir gerade in den Item Shop. Ich habe schon gesehen. Oh, sie haben einen neuen Stil. Ach, das machen sie jetzt auch schon. Okay, aber gehen wir gleich drauf ein. So, dann würde ich sagen, gehen wir in den Shop rein. Und da haben wir immer noch die Statue, wo Standard Skill natürlich wieder probiert hat, eine Runde lang stillzustehen. Aber ich weiß nicht, bleibt der im Spiel stillstehen oder nicht? Weil der bewegte den Kopf. Die andere Statue ist ja wirklich komplett stehen geblieben. Aber ich sage, es ist halt ein Gag. So, dann haben wir Steinherz immer noch drin. Den Skin finde ich immer noch echt nice. Also, wenn ihr die V-Box übrig habt, den kann ich halt wirklich nur empfehlen. Gibt ja auch die männliche Version dafür. Dazu dann noch die Spitzhacke. Statue haben wir schon. So, jetzt gucken wir mal. Zaubermacht, ja, ist klar. Ah, dafür gibt es jetzt einen roten dann. Den Effekt dürfen wir nicht wirklich gucken. Aber jetzt gibt es halt da auch schon eine andere Variante. So, dazu magische Schwingen. Ja, die sind natürlich schon nice. Die haben wirklich was. Die sind echt nicht ohne. Da bin ich echt überlegen, ob ich mir die holen soll. Ah, nee. So, dann haben wir halt den Castor hier. Aber jetzt halt auch in schwarz. So sieht der schon nice aus. Warte mal. Haben wieder aus Versehen gekauft. Hallo. Hallo. Ich das hasse. Jetzt kann ich ihn nicht zurückerstatten lassen. Man kennt ihn. Hallo. Ja, muss nachher gucken mit der Zurückerstattung. So, also sieht halt schon nice aus. Warum kann ich noch jetzt gerade angucken? Rückerstattung kriege ich eh. Stil bearbeiten. So sieht er halt aus. Also jetzt sieht schon geil aus. Also der Skin hat definitiv was. Ich finde ihn wirklich gut. Warte mal, wie viel V-Bucks habe ich noch? Weißt du was? Ich behalte den einfach. Scheiß drauf. Ich habe noch so viel V-Bucks, von daher einen Battle Pass kann ich mir eh kaufen. Haben halt noch einen Skin mehr. Egal. So, dann haben wir hier noch die weibliche Variante. Auch in Dunkel, aber da finde ich die männliche Variante dann schon besser. Die hatten wir. Die habe ich noch nie gesehen. Ist ein bisschen crazy. Dann haben wir Lace. Mit passendem Rückenaccessoire. Man kennt ja Epic. Alles passt zusammen. Der ist aber echt paradox. Junge, den. Was soll das darstellen? Was soll das darstellen? Ich verstehe irgendwie die Message nicht dahinter. Junge, Junge. Manchmal hauen sie Skins raus, da frage ich mich echt.
So, dann haben wir noch den Kleiter. Okay, den finde ich aber jetzt nicht so berauschend. Dann hätten sie so ein Dach da drauf machen können. Oder irgendwas mit da oben rein. Gerade nochmal aufmachen. Der Kleiter ist ein bisschen komisch. Die Spitzhacke hatten wir. Dann haben wir Emote. Der Zauberer. Passt natürlich jetzt zum Skin. Wunderbar. Du bist es. Dann haben wir Goldgräber. Gott, das ist eine Spitzhacke, die braucht, glaube ich, kein Mensch. Ne. Dann Elektroswing. Gott, sieht ja aus echt wie Gandalf. Feierei. So, dann haben wir noch den Überlebenskünstler. Also die Überlebenskünstlerin. Aber das ist halt wieder, wie ich immer sage, ein Standardskill. Seid mir nicht böse, aber für mich ist es einfach ein Standardskill. Skin. Nichts Besonderes in meinen Augen. Dann Hängekleider. Okay. Das gehört dann noch zu Marvel-Gedöns, nehme ich mal an. So, dann haben wir noch die Dschungelspeerin. Diese auch Standard-Skill. Ich weiß nicht, die könnt ihr mir schenken, da würde ich sagen, naja, okay. Ja, danke. Also die so Skins feiere ich halt überhaupt nicht. So, das war's dann schon mit dem heutigen Shop. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, kostet euch ja nichts, aber jede Skin schrumpft halt nicht. Warte mal, dahin. Weil in Schwarz sieht der schon geil aus. Ey, ich will den Schwarz haben. Hallo. Spind. Zack. Ziel bearbeiten. Speichern. Ah, doch. Och, den behalte ich. So, dann wie gesagt, viel Spaß mit dem Shop. Gebt nicht zu viel Geld aus. Und in dem Sinne, haut rein. Bis nachher zur Tagesaufgabe. Und wie gesagt, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Und von mir schreibt auch gerne was in die Kommentare. Ist zurzeit ein bisschen ruhiger. Also haut rein.